guten Morgen nochmal von mir und herzlich willkommen hier zu diesem Zeitgespräch bei den Perspektiven 2020. Wir sind zum zweiten Mal hier zu Gast bei Donner und Reusche. Das Wetter ist wieder fantastisch, aber wir haben uns diesmal was Neues ausgedacht. Wir machen nämlich ein sogenanntes Thesenduell. Das heißt, wir haben Gäste eingeladen, die sich hier vorne gleich mit spannenden Thesen duellieren werden. Bevor ich Ihnen sage, wie das funktioniert und welche Rolle Sie dabei spielen, sage ich Ihnen mal, worum es geht. Jared Yababa hat es schon kurz erwähnt. Wir haben das Thema Digitalisierung auf der Uhr. Wenn Sie ins Programm geguckt haben, dann haben Sie zwei Überschriften gesehen. Eine mutige Überschrift, eine zuversichtliche Überschrift und eine so ein bisschen relativierende, aber vielleicht auch etwas ehrlichere Überschrift. Die mutige Überschrift ist, wie gewinnen wir den digitalen Wettlauf? Das klingt so ein bisschen danach, als wären wir da Kopf an Kopf mit den USA und China unterwegs und wären fast an der Ziellinie und müssten eigentlich nur noch drüber laufen. Die Unterzeile lautet, welche Maßnahmen müssten ergriffen werden, um im digitalen Wettlauf den Anschluss zu halten? Und das ist ehrlich gesagt so ein bisschen die ehrlichere Überschrift, denn wenn man sich so umhört und mal liest, was über die Digitalisierung in Deutschland geschrieben wird, dann hat man es oft mit ja, eigentlich Ängsten zu tun und der Frage, geht das hier alles zu langsam? Also das Wort langsam und das Verb bremsen fallen ganz oft in Artikeln, die sich mit der Digitalisierung beschäftigen. Ich habe so ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Eine lautet zum Beispiel, Mangel an Wissen bremst die Digitalisierung des Mittelstands oder Ineffizienz im Bildungssystem, Verwaltung bremst die Digitalisierung, Schneckentempo, Digitalisierung kommt an Schulen zu langsam voran, Digitalisierung in der Verwaltung zu langsam, IT-Fachkräftemangel, Deutschland einfach zu langsam, Ärzte werden mit der Digitalisierung nur langsam warm und neulich habe ich sogar gelesen, die Kirche ist bei der Digitalisierung zu langsam und zu ängstlich. Also das Thema ist wirklich überall, ja, überall Digitalisierung, alle merken das, aber jeder hat irgendwie das Gefühl, es geht irgendwie nicht vorwärts. Und das, obwohl die Digitalisierung ja ganz viele Chancen bietet. Alle haben sie ihren digitalen Assistenten in der Jackentasche dabei, werden sie auch gleich brauchen, also bitte nicht weglegen. Sie alle profitieren von künstlicher Intelligenz, ob es darum geht, dass sie von A nach B navigieren oder ob ihre Daten verwendet werden, um Geld anzulegen oder vielleicht auch in der Medizin schon, um Krankheiten zu bestimmen. Und vielleicht werden Sie auch alle irgendwann hier zum Perspektiventag 2030 mit einem Auto herkommen, das selber fährt oder mit einer Drohne, die Sie herbringt. Also alles das ist denkbar, vieles ist möglich. Darüber wollen wir heute reden und wir haben vier Gäste gleich hier an Bord. Drei von denen werden ihre Thesen vorstellen, wie wir bei diesem Wettlauf gewinnen können. Und Sie dürfen dann abstimmen, wer und mit welchen Thesen dieses Thesenduell gewonnen wird. Unser erster Gast führt irgendwie mehrere Leben in einem. Sie ist nämlich zum einen Zementrohrfabrikantin in vierter Generation in Mundelsheim, führt sie mit ihrer Familie das Tiefbauunternehmen Karl Röser und Sohn. Sie sagt von sich, dass sie die Leidenschaft fürs Unternehmertum schon ja, quasi am Küchentisch mitbekommen hat. Sie hat internationale BWL studiert, aber danach auch ein eigenes Startup oder sogar mehrere Startups gegründet. Eines heißt Beamco, das Mitarbeiter über Firmengrenzen hinweg vernetzen will, also ein sehr digitales Geschäftsmodell. Und sie ist außerdem Politikeinmischerin. Sie ist nämlich seit 2018 Bundesvorsitzende des Bundesverbands Die jungen Unternehmer, wo sie sich öffentlich immer wieder positioniert zur Grundrente, zur Finanztransaktionssteuer, ganz oft auch zu Kevin Kühnert, mit dem sie irgendwie oft quer liegt. Und neulich hat sie sich auch zum Thema Digitalisierung geäußert und hat gesagt, Deutschland wird zum Industriemuseum, wenn wir die Digitalisierung nicht vorantreiben. Also ganz deutliche Worte und ich freue mich darauf, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Sana Röser. Ja. Ja. Schön, dass Sie da sind, Frau Röser. Sie sind jetzt die erste Duellantin unseres Thesenduells. Sie haben jetzt so 3 bis 4 Minuten, um zu sagen, was Sie sich wünschen würden, welche Maßnahmen Sie wichtig finden, damit wir Zug in die Digitalisierung kriegen und diesen digitalen Wettlauf gewinnen oder zumindest den Anschluss wiederfinden und damit wir nicht zu einem Industriemuseum werden. Also, genau. Ja, vielen Dank und einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, heute hier in Hamburg zu sein. Ich bin gestern aus dem Schwabenländle angereist und ich habe zu diesem Thesen- oder Themenduell habe ich 2 Herausforderungen mitgebracht, denen wir gegenüberstehen. Die erste Herausforderung, die wir haben es vorhin schon kurz gehört, wir brauchen einen Neustart in der Bildungspolitik. Es heißt immer, Deutschland wäre kein Rohstoffland. Und es stimmt, Deutschland ist ein Rohstofflieferant. Unser Rohstoff liegt, und das wissen Sie alle, unser Rohstoff liegt in unseren Köpfen und unser Rohstoff ist unser Wissen. Und um das zu fördern, brauchen wir Bildung.
Und Bildung ist also wirklich ein zentrales Zukunftsthema und vor allem gerade das Thema digitale Bildung. Und das bedeutet, dass wir uns wirklich darüber Gedanken machen müssen, was wir in den Schulen vermitteln. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie wir unseren Nachwuchs in den Schulen, wie wir die junge Generation auf den digitalen Wandel und auf das, was da draußen sich tut, wie wir die jungen Menschen darauf vorbereiten. Und digitale Bildung ist wirklich mehr als im Internet zu surfen. Digitale Bildung ist mehr als YouTube-Videos anzuschauen, sondern es geht darum, der jungen Generation, jungen Menschen zu vermitteln, wie sie auch kreativ mit Tablets und Computern umgehen können. Und vor allem das Wichtigste ist, wir müssen Fähigkeiten vermitteln, wie Kreativität, Anpassungsfähigkeit, Resilienz, Ideenreichtum, Neugier. Das sind Themen, die in die Schulen müssen. Wir brauchen Mut zum Experimentieren und wir brauchen den Mut, auch wirklich sich auszuprobieren. Und wie Sie alle wissen, heutzutage ist Wissen überall und schnell abrufbar. Das heißt, wir müssen anpassungsfähig sein. Und deshalb sollten wir auch hier in Deutschland den Anspruch haben, intelligente und unbürokratische und geeignete Lehr- und Ausbildungskonzepte zu entwickeln. Und dazu zählt unter anderem auch wirklich ein flächendeckendes Wahlfach Informatik. Nicht, dass jetzt um Gottes Willen jeder junge Mensch programmieren lernen muss, aber zumindest, dass das Angebot da ist. Und diesen Realitäten hinken wir wirklich massiv hinterher und da müssen wir etwas tun. Deswegen brauchen wir hier einen Neustart. Das ist mein erstes Thema. Und mein zweites Thema ist, eine digitale Gesellschaft, die wir sein wollen, braucht auch eine digitale Verwaltung. Und ich frage mich oftmals, warum ist es bei uns in Deutschland nicht möglich, wie beispielsweise in Estland, dass ich innerhalb von wenigen Minuten ein Unternehmen gründe oder innerhalb von 3 oder 5 Minuten meine Steuern erledigen kann. Und unsere Amtsstuben, ganz ehrlich, sind aus dem Mittelalter. Und das Ganze, die Behördengänge und das Nummernziehen muss endlich der Vergangenheit angehören. Und wenn diese Verwaltungsgänge und dieser ganze bürokratische Wahnsinn auch in Zukunft sich ewig hinzieht, also praktisch unkompliziert und mühsam ist, dann verlieren wir auch wirklich den Anschluss und dann ist das ein wirtschaftlicher Standortnachteil. Genau, ja, vielen Dank. Eine schnelle Umsetzung. Vielen Dank, Frau Röser. Also, zwei sehr, sehr große Themen, Bildung und digitale Verwaltung. Wir merken uns das für die Abstimmung gleich. Jetzt bitte ich unseren zweiten Gast gleich auf die Bühne. Auch sie hat mehrere Hüte auf. Zum einen arbeitet sie bei der Agentur TLGG Consulting. Und man kann das, glaube ich, auf einen Satz runterbrechen, wo diese Beratungsfirma aktiv ist, nämlich da, wo Veränderung beginnt, so sagt sie das selbst. Unser Gast berät dort Unternehmen wie TUI oder Porsche dazu, wie sie Geschäftsmodelle und Strukturen so um- und aufbauen, dass sie im digitalen Zeitalter zukunftsfähig sind. Sie ist außerdem selber mehrfach Gründerin, hat zum Beispiel die Mind-Konferenzen ins Leben gerufen, bei denen es um Achtsamkeit geht und die Frage, wie man Achtsamkeit eigentlich in Organisationen etablieren kann, Organisationsentwicklung. Das ist ihre Leidenschaft. Sie hat an der Uni Witten BWL studiert, hat schon dort eine studentische Unternehmensberatung geleitet. Jetzt lebt sie in Berlin in einer sehr digitalen Blase, wie sie sagt. Wenn man sich mit ihr unterhält, benutzt sie aber auch manchmal ganz schöne Wörter, sowas wie aufschlauen, was ich ganz toll finde in einer Zeit, in der wir so viele digitale Anglizismen benutzen. Und jetzt ist sie hier, um uns hier aufzuschlauen. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Annabel Jenisch. Guten Morgen, Sie hören mich. Ich hoffe, Sie nehmen es mir nicht übel, aber ich werde es Ihnen tatsächlich nicht so leicht machen und Ihnen sagen, was die Politik zu tun hat, sondern 3 Dinge, von denen ich glaube, dass Sie tun sollten und dass Sie sie auch direkt tun könnten. Nummer 1 ist aus meiner Perspektive, und da fangen wir jetzt bei dem Thema an, wo Sie im Zweifel auch jetzt mir als junge Generation einfach sagen können, ja, die sind naiv, die haben noch keine Ahnung von der Wirtschaft da draußen. Nummer 1 ist, Nachhaltigkeit muss aus den CSA-Berichten raus und muss rein in Ihre Unternehmensstrategie. Sie werden es ziemlich schnell merken. Kunden fangen jetzt schon an, Ihnen das nicht mehr zu verzeihen, wenn Sie das vor allen Dingen, wenn Sie im B2C-Bereich unterwegs sind, wenn Sie das nicht mit in Ihrer Strategie integriert haben. Und da müssen wir hinkommen. Wenn Sie in B2B-Unternehmen zu Hause sind, dann macht man es Ihnen vielleicht gerade noch ein bisschen leichter, dann haben Sie noch ein paar Jahre Zeit. Aber auch da wird das Thema in die Strategie kommen müssen.
Das zweite Thema ist, ich weiß nicht, wie viele hier jetzt wiederum so im B2B und welche im B2C-Bereich zu verorten sind, aber sie befinden sich auf jeden Fall in einem Wettbewerb, der durch sehr andere Wettbewerber inzwischen beeinflusst ist. Wir nennen das vor allen Dingen im B2C-Bereich Winner-Takes-All-Märkte. Ich glaube, dass sie mit sehr viel mehr Mut und vor allem mit sehr viel mehr Kapital in die Märkte reingehen müssen, wenn sie langfristig noch eine Chance haben möchten, weil ihre Wettbewerber nehmen das Geld in die Hand, haben keine Angst vor 5 bis 7 Jahren erstmal Verluste zu schreiben und mit denen stehen sie im Wettbewerb. Und das letzte Thema, und da sind wir jetzt dann wirklich in der Kernorganisation angekommen, wir haben ein extrem verändertes Wettbewerbsumfeld, wir haben eine extrem veränderte Umwelt insgesamt und ihre Organisation, wäre meine Hypothese, sehen noch so aus wie vor 100 Jahren. Sie haben noch dieselben Strukturen, sie sind attraktiv für die gleichen Talente und nicht mehr für die Talente, die sie brauchen, solange Talente immer noch lieber in unterbezahlten Jobs in Berlin anfangen und nicht in ihren Unternehmen, haben sie ein Problem. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Anna Jenisch. Also, 3 klare Appelle, was Sie tun können, um sozusagen mit dem Fortschritt mitzuhalten. Unser dritter Gast, Blick auf das Thema Digitalisierung als Volkswirt, so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Ich freue mich darüber, dass er das als Volkswirt tut, denn als ich VWL studiert habe, hat keiner unserer Professoren überhaupt jemals über Digitalisierung gesprochen. Ist auch schon ein bisschen her, aber es gab es da auch schon. Deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist. Er kommt ursprünglich aus Büchen, das ungefähr, glaube ich, in der Richtung liegt. So, man kann es vielleicht sogar sehen. Ich hoffe, es war jetzt richtig, oder die? Naja. Er hat hier in Hamburg VWL studiert und darin promoviert, wurde dann 2010 zum Professor für Volkswirtschaftslehre an der Hamburg School of Business Administration und ist seit 2014 Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts, das auf seiner Homepage, auch das fand ich spannend, als ersten Forschungsschwerpunkt Digitalökonomie nennt. Also sehr digital interessiert und digital getrieben. Das Abendblatt nennt ihn Hamburgs renommiertesten Ökonomen. Das ist nicht übertrieben. Besonders spannend finde ich, dass er auch ganz operativ unterwegs ist. Hat zum Beispiel den Hammer Brooklyn Digital Campus mitgegründet, wo kluge Köpfe experimentieren sollen und den digitalen Wandel gestalten sollen. Man kann ihn auch live erleben außerhalb dieses Tages. Man kann ihn zum Beispiel im Fernsehen sehen. Er hat eine monatliche TV-Sendung auf Hamburg 1 zum Thema Digitalisierung und er macht einen Podcast, der sich Stunde Null nennt, in dem es auch um Digitalisierung geht. Bei dem Podcast wird auch immer eine Flasche Wein geleert. Das finde ich ganz schön, weil das zeigt, dass man über Digitalisierung auch abends und ganz unterhaltsam diskutieren kann. Jetzt ist er hier. Ich freue mich, dass er da ist. Begrüßen Sie doch bitte mit mir Professor Henning Vöpel. Herr Vöpel, jetzt haben Sie die Gelegenheit, Ihre Maßnahmen zu pitchen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich beschäftige mich mit Digitalisierung aus ökonomischer Perspektive insbesondere. Und wir müssen feststellen, dass Digitalisierung im Grunde seit 200 Jahren der größte technologische Umbruch ist, den wir erleben. Aber es ist natürlich nicht nur ein technologischer Umbruch, es ist auch ein ökonomischer natürlich zunächst, aber auch ein kultureller. Das heißt, die gesamte Gesellschaft muss sich transformieren, muss mitgenommen werden. Deshalb bin ich gar nicht so sicher, dass es sich eigentlich um einen Wettlauf handelt, sondern ich glaube, wir müssen insgesamt als Gesellschaft gucken, wie wir dieses Rennen von hinten gewinnen und nicht unbedingt durch Schnelligkeit am Anfang. Und ich habe 3 Thesen mitgebracht. Ich glaube, dass wir erstens Menschen befähigen müssen zum Wandel. Das hat natürlich auch mit Bildung zu tun, aber nicht nur. Wir erleben, dass es für Menschen immer schwieriger wird, diese Informationsflut überhaupt zu verarbeiten. Das ist so ein bisschen paradox. Wir haben immer mehr Informationen und es ist immer schwieriger, Wahrheit überhaupt festzustellen. Was ist überhaupt noch wahr in dieser Welt? Wir werden stärker diskriminiert, wir werden stärker manipuliert. Das heißt, wir müssen die Autonomie des Menschen müssen wir in den Blickpunkt drücken. Wir müssen ihn schützen, seine Autonomie schützen, damit wir uns zum Wandel befähigen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit wir keine Verlierer erzeugen, sondern dass wir die gesamte Gesellschaft mitnehmen. Der zweite Punkt ist, wir müssen in den Unternehmen unbedingt auch den Wandel voranbringen. Wir haben in der Industrialisierung die gesamte Wirtschaftsstruktur vertikalisiert. Wir alle sind zu Hause in Silos und müssen aber lernen, dass wir unser Wissen, unsere Expertise miteinander teilen. Denn wir erleben, dass Silos aufbrechen,
Branchen wachsen zusammen, wir müssen die Welt neu verstehen und das erfordert, dass wir aus den Unternehmen heraus uns öffnen für Innovation und da gibt es aus meiner Sicht noch eine ganze Menge zu tun. Insbesondere kann man das auch in Hamburg, wie ich immer finde, ganz gut beobachten. Wir haben eine sehr kleinteilige Struktur, man ist in einem relativ engen Korsett an Wertschöpfungsketten, an Lieferketten und wir müssen gucken, dass wir aus diesem engen Korsett ausbrechen und auch Unternehmen letztlich befähigen zu neuen Geschäftsmodellen und zum Wandel. Der dritte Punkt ist, das ist eine Forderung an die Politik. Sie haben das auch am Anfang angedeutet, wir haben einen Systemwettbewerb, wir haben auf der einen Seite die großen Plattformen in den USA, wir haben auf der anderen Seite eher staatskapitalistische Plattformmodelle in China und wir müssen dringend in Deutschland, aber natürlich besser in Europa gucken, dass wir eine Datenstrategie finden, dass wir eine Strategie finden, neue Technologien, insbesondere künstliche Intelligenz zu entwickeln. Das ist insofern wichtig, als wir lernen müssen, strategisch zu denken. Wir sind in Zeiten großer Umbrüche und nur wer historisch denkt, nur wer in langen Linien denkt, ist in der Lage, auch strategisch zu handeln. Und das vermisse ich in Europa. Wir brauchen dringend eine Datenstrategie, die über den Tag hinaus reicht. Also drei Dinge, die uns befähigen. Wir dürfen nicht zu sehr in Zielen denken, wir müssen in Konsequenzen und aber insbesondere in Voraussetzungen denken. Es kann nur schnell sein und Geschwindigkeit aufnehmen, wer die Voraussetzungen dafür hat. Und das bedeutet, wir müssen die gesamte Gesellschaft befähigen zum Wandel. Vielen Dank, Professor Henning Würpel. So, Sie haben jetzt gehört, was unseren drei Gästen für Maßnahmen vorschweben, was Sie für Thesen in den Raum gestellt haben. Und jetzt bitten wir Sie, darüber zu entscheiden, was aus Ihrer Sicht da am vordringlichsten ist. Und deswegen bitten wir Sie jetzt alle mal, Ihr Endgerät oder Smartphone aus der Tasche zu ziehen und dann eine Webseite aufzurufen, die wir jetzt hier zeigen, Slido. Slido ist so ein Tool, mit dem man gemeinschaftlich online diskutieren kann. Das müssten wir jetzt einmal einblenden. Ich weiß nicht, sieht man es schon? Ah ja, da sieht man es schon, wunderbar. Und dort auf slido.com geben Sie bitte den Code Hashtag oder einfach nur 1029 ein. Also einfach nur 1029. Und dann werden Sie zu einer Frageseite geleitet, wo Sie abstimmen können über das, was Sie eben gehört haben und was Sie besonders wichtig und vordringlich finden. Ich gucke so in die Runde, alle tippen ein bisschen. Das Duell läuft. Ich wiederhole vielleicht nochmal, also Sanna Röser hat das Thema Digitalisierung, digitale Bildung angesprochen, außerdem digitale Verwaltung. Anna Bejenisch hat gesagt, hat ziemlich appellativ an sie appelliert, in den Unternehmen Dinge zu verändern, auf Nachhaltigkeit zu setzen, mehr Mut, mehr Kapital in die Hand zu nehmen und die Organisationsstruktur zu überdenken. Und Herr Vöpel hat über die Befähigung gesprochen von Menschen und Unternehmen und der Gesellschaft hat eine Datenstrategie gefordert und Sie dürfen jetzt abstimmen. Ich weiß nicht, sehen wir schon Ergebnisse? Ja? Okay, dann blenden wir mal ein. Okay, da tut sich noch was. Es läuft anscheinend noch. Ist ja fast so spannend wie die Wahl in Iowa neulich. Es funktioniert sogar, stimmt, das ist das Beste daran. Es tut sich noch was. Und immer noch. Also Sie können noch, also ist noch auf Messerschneide, worüber wir hier gleich als erstes diskutieren. So, und ich würde 153 haben wir schon. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Cut und lassen das Ergebnis so stehen, obwohl. So, jetzt vielleicht noch eine Stimme abgeben. Okay, dann enden wir hier. Ist ein super spannender Wahlausgang. Es ist herzlichen Glückwunsch, Herr Vöpel. Für den Moment jedenfalls. Es tut sich immer noch was. Okay, wir starten jetzt einfach mal in die Diskussion. Und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich an mit dem, was Herr Vöpel gesagt hat, nämlich damit, wie wir es schaffen können, Menschen zu befähigen. Das klingt ja irgendwie
erstmal sehr danach, als hätten wir damit vielleicht gar nicht so viel zu tun und es ist eher eine Aufgabe der Politik. Was wünschen Sie sich denn da? Also was müsste da konkret passieren, damit wir Leute in die Lage versetzen und Unternehmen in die Lage versetzen, mit der Digitalisierung mitzuhalten? Was muss gemacht werden? Es gibt in der Digitalökonomie ein großes Asset und das ist die Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen. Das bedeutet, wir müssen in Europa eigentlich die 500 Millionen Menschen, die wir haben, zu einem gemeinsamen Binnenmarkt, zu einem digitalen Binnenmarkt entwickeln. Die neue Europäische Kommission ist dabei, eine solche Strategie zu entwickeln. Ich glaube, das, was wir bislang haben, das mauert uns digital eher ein. Also wir haben die DSGVO, die aus meiner Sicht nicht unbedingt die Punkte adressiert, die notwendig wären. Da würde ich tatsächlich sagen, das ist ein Punkt, der uns langsamer macht. Wir müssen wissen oder verstehen, dass Daten eine neue Ressource sind, die wir nutzen können zu ökonomischer Wertschöpfung. Und insofern geht es darum, tatsächlich zu akzeptieren, dass Menschen gläserner werden, dass daran führt kein Weg vorbei. Aber wir müssen entscheiden, wie. Wir müssen die Hoheit über Daten den Menschen zurückgeben. Und die DSGVO ist dafür aus meiner Sicht nicht geeignet. Und wir müssen die Autonomie zurückgeben den Menschen. Und das ist eine Befähigung, damit umzugehen, denn wir sehen, dass tatsächlich Menschen, also wir alle sind viel stärker durch Informationen gefiltert, durch Algorithmen gesteuert. Dahinter steht ja auch eine Absicht. Und das ist etwas, was wir heute mitdenken müssen, weil es irgendwann einen Punkt gibt, nachdem es zu spät sein wird. Und wir müssen heute die Datenhoheit den Menschen zurückgeben. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Ich sage noch mal ganz kurz, vielen Dank, und muss noch mal einen Schritt einhaken, weil ich tatsächlich durch das Wahlergebnis so angefixt war, dass ich vergessen habe, den vierten Redner auf die Bühne zu bitten, was natürlich ein unglaublicher Fauxpas ist. Pardon. Okay. Ich möchte ihn aber noch mal vorstellen. Er ist nämlich kein Gast, sondern er ist tatsächlich der Gastgeber. Wir haben ihn eben schon kurz gehört. Er ist als Bankchef ein ziemlich digitaler Kopf. Deswegen ist er absolut richtig hier auf dem Panel. Er probiert selber ganz viele Apps aus. Er ist als einer der, glaube ich, ganz wenigen Bankchefs auf Twitter, wo man ihm folgen kann. Er beschäftigt sich damit, wie eigentlich Softwarekonzerne unseren Zahlungsverkehr in Zukunft übernehmen könnten, wie Maschinen die Vermögensverwaltung und Beratung verändern und überlegt, wie Banken in Zukunft zu einer Plattform werden können und was eigentlich Vermögensberater in Zukunft können müssen, um zum einen die Stärken der Digitalisierung zu nutzen, aber auch als Menschen eben eine gute Beratung zu liefern. Und dass er diese Umbrüche und diese Trends so gut kennt, das liegt daran, dass er die Finanzwelt einfach aus dem FF kennt. Er hat einmal angefangen mit einer Banklehre, hat Anlage- und Vermögensberater gelernt, war dann bei der Konrad-Hinrich-Donner-Bank im Vorstand und hat dann das Bankhaus Reusch unter seiner Federführung wurde es übernommen. Er ist seit 10 Jahren Vorstandssprecher von Donner und Reusch und ich würde ihn gerne noch einmal begrüßen. Herzlich willkommen, Markus Fitt. Pardon nochmal, wenn es eben Pat rausgegangen wäre, wäre wunderbar. Es der Joker gewesen. Ja, ich habe ja die Auflösung, ich habe 2 mobile Endgeräte. Und ich habe die ganze Zeit spannend verfolgt, ich war auch so konzentriert, weil ich finde, alle 3 Themen sind so wichtig, dass man sich da gar nicht wirklich entscheiden kann. Also muss ich wirklich sagen und so toll präsentiert. Was mir mehr zum Nachdenken, sagen wir mal, aufgegeben hat, ist die Anzahl der mobilen Endgeräte bei der Anzahl der Teilnehmer. Ja, aber das ist kein Problem. Auf der Rückfahrt nach Hause werden Sie alle an dem schönen Jungfernstieg mit direktem Blick auf Donner-Reuschel fahren. Und wer noch kein digitales Endgerät hat, da gibt es verschiedene Hersteller. Seien Sie nicht mehr so allein, seien Sie immer auch vorne in der Zeit. Das ist schon ganz spannend. Ja, wir sind ja schon eingestiegen in das Thema, wie können wir Leute befähigen? Da ging es auch um die Frage der Politik, Datenstrategie brauchen wir und so weiter. Ich habe gesehen, auf Twitter teilen Sie ja, wo Sie unterwegs sind, wen Sie so treffen. Sie haben kürzlich Annegret Kramp-Karrenbauer getroffen, Ursula von der Leyen. Wie geht's denn da so, wie reden Sie mit denen über die Digitalisierung? Was sagen Sie denen, was fordern Sie? Und sagen Sie denen, hier bei der Digitalisierung müssen Sie mal X oder Y machen? Oder ist das eher dann doch am Ende ein Randthema? Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich habe es ja eben auch schon mit der DSGVO gehabt. Das ist eine ganz schwierige Situation. Mhm. Also ich muss sagen, die Datenlage, Herr Professor Föbel hat es angesprochen, das ist ja so mächtig. Ja? Also ich möchte wissen, was über mich draußen bekannt ist. Ich bin ja selbstbestimmt, was ich da poste, ob es jetzt, wie gesagt, Twitter, Facebook, Instagram ist oder LinkedIn. Das ist ja mir überlassen. Mhm.
Auf der anderen Seite hatte ich diese Woche einen Private Equity Fonds aus Shanghai zu Besuch und die haben mir ihre neuen Investments vorgestellt, die sie derzeit haben. Und da hatten sie so ein schönes iPhone, wo du dann dich sehen konntest. Ja, man hat sich geortet und konnte dann sehen, wo seine ganzen Freunde sind. Mhm. Aber da konntest du auch die ganzen Vorlieben von den ganzen Freunden gucken. Ja? Und dann haben sie mir noch erzählt, mit einem kleinen Film, wie die neuen Kaufhäuser in China so aussehen. Da gehst du quasi ins Kaufhaus rein und die wissen ganz genau, die haben dich sehr genau identifiziert. Was hast du beim letzten Mal gekauft? Stehst du auf Sonderangebote oder willst du die Luxusmarken haben? Und das ist so die Frage mit den Daten. Alles schön, aber Selbstbestimmtheit, Angst vor Manipulation, also das hat alles Vor- und Nachteile, muss ich wirklich sagen. Und wenn man mit der Politik redet, sage ich immer, die verkaufen uns die DSGVO ja als Schutzmaßnahme gegen die Amis. Ne? Das war schon viel zu spät. Mhm. Aber die Daten wieder zurückzuhaben und ein bisschen Übergriff zu haben, ist schon glaube ich, ganz hilfreich. Mhm. Wobei, ich würde eine Wette machen, alle, die hier sind, keiner, wir inklusive, haben den kompletten Überblick, was da draußen über uns alles bekannt ist. Ja, das ist das Thema eben. Ne? Darf ich da einmal kurz ein auf die Gefahr hin, dass ich einfach weiterhin der Boomer bin, der immer wieder die Diskussion von der Politik auf Sie bringt? Ich gehe mal davon aus, dass hinter vielen von Ihnen ein Unternehmen steht und damit haben Sie einen ganz direkten Einfluss. Und ich verstehe diese abstrakten Diskussionen und diese Angst darum als Privatperson und so weiter, die, ich glaube nur, es ist irgendwie zu spät, als dass wir uns noch sehr lange auf diesem abstrakten Niveau irgendwie aufhalten sollen. Und Sie können, und da spricht der Kapitalist aus mir, was bedeutet dieses Thema Daten, wo ich total dran glaube, für Sie im Unternehmen? Haben Sie ein funktionierendes CRM-System? Können Sie alle Daten über alle Kunden hinweg schon vollständig erfassen? Haben Sie ein perfektes Abbild aller Prozessdaten in Ihren im Zweifel auch produzierenden Gewerben, irgendwie in der Datenform? Das sind die Fragen, mit denen Sie sich beschäftigen sollten, wenn Sie in einer Welt, wo Daten Macht sind, eine Rolle spielen wollen. Mhm. Finde ich einen total wichtigen Appell, Frau Röser. Sie kennen ja eine ganze Reihe von jungen Unternehmen und auch etablierten Unternehmen. Ihr Unternehmen selber wurde, glaube ich, 1923 gegründet, wird also bald 100 Jahre alt. Wie erleben Sie das denn? Passiert da genug in den Unternehmen? Sehen Sie da genug Offenheit für das Thema? Hat man diesen Appell, den Frau Jenisch jetzt angebracht hat, ist der da schon irgendwie verinnerlicht oder ist man davon noch sehr weit weg? Ja, also ich kann von unserem Unternehmen sprechen, aber auch wir haben 6.500 Mitglieder bei uns im Verband, also viele Familienunternehmen und natürlich das Thema Digitalisierung ist angekommen, ganz klar. Und ich glaube, man muss sich immer auch bewusst machen, man muss am Ende nicht alles digitalisieren, sondern man muss schauen, welche Prozesse macht es auch wirklich Sinn zu digitalisieren im Unternehmen. Ich sehe auch wirklich eine große Chance da drin, dass die Nachfolgegeneration, also meine Generation, die jetzt die Familienunternehmen übernehmen, dieses Wissen auch mitbringen, um diese digitale Transformation mitzugestalten. Und es ist angekommen, wir sind dran, aber natürlich muss das Ganze auch noch schneller gehen. Ja? Wir müssen schneller die Prozesse umsetzen, weil wir haben wirklich keine Zeit. Wir sind in einem globalen Markt, im internationalen Wettbewerb, deswegen ist wirklich Tempo gefragt, auch von Seiten der Unternehmen, ganz klar. Herr Föbel, wenn Sie das so sehen, was in den Unternehmen passiert, ist man da schnell genug? Hat man das tatsächlich kapiert, dass es jetzt da um die Wurst geht? Und agiert man dann auch so danach oder ist das alles noch Slow-Mo? Mein Eindruck ist, dass es in der Tat sehr langsam geht, wenn wir uns anschauen, wie schnell das andernorts geht. Und wir sind natürlich auch in einer Situation, wo wir sehr viel verteidigen. Nicht? Also der Status quo wird eigentlich überall verteidigt, weil wir Angst haben um den Wohlstand. Aber in Zeiten des Wandels muss man erkennen, dass das größte Risiko darin besteht, nichts zu tun. Und gleichzeitig unsere Psychologie sagt, lass uns doch mal das erhalten, was uns groß gemacht hat, mit dem wir gut leben können. Aber das wird in 5 Jahren womöglich schon deutlich anders sein. Und vor dem Hintergrund müssen wir uns darauf einstellen, dass wir den Wandel vollziehen müssen. Und ja, aus den Unternehmen heraus kommt nicht genug. Das ist aber, ich will das auch nicht despektierlich sagen, weil das natürlich aus der Sicht eines einzelnen Unternehmens schwierig ist. Denn Transformation bedeutet auch Kollaboration, Koordination. Also man muss auch schon eine Hilfestellung geben, damit wir diese systemische Transformation hinbekommen. Nicht? Und also nur auf die Systemkräfte zu vertrauen, ist aus meiner Sicht nicht genug. Wir brauchen auch eine Regulierung tatsächlich. Das ist ja eine Orientierung für Unternehmen, wie man damit umgehen kann. Und ich finde den
Ich weiß, dass Peter Altmaier oft kritisiert wird, aber dieser eine Vorstoß, den finde ich richtig. Also darüber nachzudenken, wie können wir eine europäische Dateninfrastruktur herstellen? Wie können wir Daten zu einer gemeinsamen Ressource machen? Wie können wir Daten eben nicht privatisieren, sondern wie können wir alle Unternehmen in die Lage versetzen, an diesem Datenschatz teilzuhaben und Innovation zu entwickeln? Das ist richtig. Also wir müssen schon auch hier in Voraussetzungen denken. Aber ich glaube, ja, da nochmal von Unternehmerperspektive ist es auch ganz wichtig. Also wir können noch so viel digitalisieren, wir können autonomes Fahren wollen hier in Deutschland. Wir brauchen aber auch die digitale Infrastruktur dazu. Wir haben viele Familienunternehmen, die im ländlichen Raum sitzen. Die sitzen nicht in den Ballungszentren. Die haben teilweise keine richtige digitale Infrastruktur, dass sie überhaupt alles digitalisieren können. Also diese Datenmengen müssen ja auch irgendwo transportiert werden. Das heißt, auch da eine Forderung an die Politik, endlich mal hier den Digitalturbo zu zünden und den Breitband- und das 5G-Netzausbau zu fördern und da wirklich zu schauen, dass auch jedes Unternehmen, egal wo es sitzt in Deutschland, die Möglichkeit hat, überhaupt digital zu sein, digitale Geschäftsmodelle umzusetzen. Wird Ihnen trotzdem langfristig nicht gelingen, weil sie nicht die richtigen Talente kriegen. Also auch wenn Breitband im Sauerland liegt, wird das Talent, was ich brauche, was auf Breitband arbeiten kann, aber nicht hinziehen. Genau, und da ist ja das Thema wieder Bildung. Das heißt, wenn wir unsere eigene junge Generation, unsere Kinder nicht ausbilden, dann haben wir morgen auch keine Fachkräfte, dann haben wir keine Arbeitskräfte. Das heißt, das ist das Thema, wo wir rein müssen. Und nicht nur bei der jungen Generation, das ganze Thema lebenslanges Lernen, alle Generationen mitzunehmen, alle Generationen zu befähigen, wirklich bei der digitalen Transformation auch Schritt zu halten, weil da spielt auch das Thema demografischer Wandel mit rein. Mhm. Ja, wir werden immer älter. Das heißt, wir müssen auch gucken, immer weniger junge Leute kommen nach. Wie befähigen wir die ältere Generation, auch in unseren Unternehmen lang fit zu bleiben und da mitzukommen? Total spannend. Es gab jetzt gerade so eine Studie der KfW Bankengruppe, die ermittelt hat, dass 4/5 der Unternehmen sagen, sie sind auf Personal mit Digitalkompetenzen angewiesen. Aber ein Drittel sagt, wir können den Bedarf nicht decken. Und eine Hürde ist, gerade beim Thema Weiterbildung, dass es eben Geld kostet und Arbeitsausfälle mit sich bringt. Wenn wir jetzt darüber reden, was könnte man alles tun, um zu befähigen, was müsste die Bundesregierung tun, um gigabitfähige Netze aufzubauen und so weiter, sind das dann nicht am Ende nur Ablenkungsmanöver und müsste man nicht eigentlich sagen, Unternehmer, nehmt jetzt auch mal Geld in die Hand? Ich weiß nicht, Frau Jenisch, wie sehen Sie das? Sie beraten ja ganz viele Unternehmen. Wie offen ist man dafür, zu sagen, okay, das ist uns jetzt ernst und das lassen wir uns auch was kosten? Keine Bereitschaft. Also da ist tatsächlich wenig Bereitschaft. Da ist der Fingerzeig einfach in eine andere Richtung. Aber ehrlich gesagt, an der Stelle, glaube ich, haben es die Unternehmen auch, also da würde ich als Unternehmen erstmal ein paar andere Themen lösen, bevor ich mich in dieses Thema massiv einmischen würde. Bildet ihr erstmal einen Arbeitsplatz, wo dann diese Talente auch Lust haben zu arbeiten? Also das ist, glaube ich, leichter zu lösen. Und trotzdem sagen Sie ja, es ist auch eine Frage des Kapitals, das man in die Hand nimmt, um die Digitalisierung anzutreiben. Ja, wobei wir jetzt irgendwie sehr viele Themen vermischt haben. Also nicht bei dem Thema Bildung, sondern tatsächlich, wenn ich im Wettbewerb standhalten möchte, mit den Wettbewerbern tatsächlich eher aus dem amerikanischen Raum, aus dem asiatischen Raum, dann muss ich, also Sie hatten die PIs offensichtlich vor Ihnen sitzen, die sprechen wahrscheinlich über ein paar mehr Nullen, die bereit sind, in ihre Strategien zu investieren. Da tun sich einfach die deutschen Unternehmen und tatsächlich, also wir arbeiten vorrangig mit den DAX-Unternehmen, die tun sich da wahnsinnig schwer. Herr Fitt, wie ist das bei Donner und Reusche? Wie gestalten Sie da den digitalen Wandel und was sind da aus Ihrer Sicht so die Herausforderungen, mit denen Sie da konfrontiert sind? Naja, also ich würde jetzt allem im Prinzip auch zustimmen. Also wir müssen ein cooles Unternehmen sein. Wir haben gerade ein Recruitment-YouTube-Video veröffentlicht, ja, weil wir brauchen natürlich auch junge Leute und die brauchen heute nicht nur eine Bankausbildung, sondern wir brauchen die natürlich auch in ganz anderen Skills. Mhm. Und für uns ist auch gut, dass wir häufig mal eine andere Branche haben, weil wir uns untereinander intellektuell auch nicht mehr so befruchten. Ne? Wenn du immer in der Bank gewesen bist, dann fehlt dir der ein oder andere Blick auch zu neuen Methoden. Das mit dem Budget, mit dem IT-Kollegen ist natürlich ein Riesenthema. Also wir machen ja ein riesengroßes IT-Projekt mit Elinvar. Elinvar gehört zur Finlieb Group in Berlin. Sehr innovatives Unternehmen. Da müssen wir einen richtigen Betrag in die Hand nehmen. Das kostet weit über 1,5 Millionen Euro. Aber wir sind in dem Projekt jetzt schon live und sind damit in der digitalen Vermögensverwaltung führend. Also so digital, wie wir da aufgestellt sind, ist das keiner. Mhm. Und die Frage musst du halt als Unternehmer auch am Ende des Tages entscheiden.
ich kann ja nicht modern sein wollen und auf der Höhe der Zeit und mir eine Zukunft sicherstellen, wenn ich nicht bereit bin, da auch Ressourcen draufzusetzen. Ne? Und das sind Personalressourcen, das sind Geldressourcen. Und wir haben das gemacht. Und da glaube ich, muss man auch Mut haben. Ja? Also viele brauchen ja, also ich sehe ja bei uns so Herden von anderen Banken, die sich das angucken, weil sie seit Jahren überlegen, ob sie es auch machen wollen. Also mit dem Prüfen kommt man nicht zum Erfolg. Ja, man muss es dann irgendwann machen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, da muss viel passieren. Und vielleicht letzte Anmerkung, weil ich war letztes Jahr in Estland, habe mir das auch angeguckt. Das ist schon sehr beeindruckend. Ja, da war ein Deutscher von der Außenhandelskammer, der hat uns seinen persönlichen Account gezeigt, hat gerade Nachwuchs gekriegt, wie er die Daten da so ändert. Das ist sofort Realtime. Der sieht auch, wenn die Finanzbehörde bei ihm reinguckt und irgendwelche Daten abruft. Die sind ganz anders aufgestellt. Und das sind auch ganz andere junge Leute. Und ich glaube, was wir machen müssen, und das ist die Diskussion übrigens auch noch zu der Diskussion mit der Politik, wir brauchen im täglichen Leben die Digitalisierung einfach teilweise wahrscheinlich auch als Pflicht. Ja, ich hatte gerade eine Sache mit der Behörde hier zu klären. Ich habe einen digitalen zulässigen Ausweis, ich habe das entsprechende Lesegerät, ich könnte das alles digital machen. Nein, ich muss morgens früh dahin, muss da eine Karte ziehen, muss da warten. Und am Ende des Tages muss ich dann nochmal woanders hin, muss noch bezahlen, ja, und gehe wieder zum Counter zurück und dann kriege ich das, was ich brauche. Wo sind wir denn? Mhm. Ja, und da würde ich sagen, du, also machen, Mut, entscheiden. Und wir müssen uns, glaube ich, zwingen, dass die Digitalisierung das Normalste wird im tagtäglichen Umgang. Mhm. Sonst kommen wir da nie weiter. Ja, also das kann ich voll unterschreiben, weil wir haben wirklich bei uns ein Umsetzungsproblem. Auch von der Seite Verwaltung, es ist überall auch in der Politik angekommen. Die Politiker sprechen auch über das Thema Digitalisierung, wie wichtig es ist, aber es wird nicht umgesetzt. Und da ist das Problem. Und genau das bringt uns auch zu dem Standpunkt irgendwann, dass wir sehr schnell einen negativen oder einen nachteiligen Standortvorteil haben. Also da müssen wir wirklich aufpassen, weil sonst werden sich junge Menschen entscheiden, das Unternehmen vielleicht woanders zu gründen, weil es da schneller geht, weil es da unbürokratischer ist und manche Betriebe gehen dann vielleicht auch in andere Länder. Also das müssen wir uns schon bewusst machen. Herr Filz, Sie haben einen ganz spannenden Punkt angesprochen, unter anderem den, dass Sie kooperieren mit einem Startup aus dem Finnlieb-Umfeld. Elin war, glaube ich, war der Name. Herr Filz, Sie haben dieses Thema Kooperation ja eben auch schon angesprochen. Glauben Sie, die Unternehmen sind da gut beraten, erstens mit anderen zu kooperieren und tun die das? Haben die da Lust drauf oder sitzen die oft noch in ihrem Kämmerlein und sagen, nee, machen wir lieber selber, bevor wir hier irgendwie uns verzetteln oder Geheimnisse verraten? Das ist nicht gelernt, das ist gegen die Prägung. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Also wir alle sind viel stärker geprägt, als wir das glauben. Also Offenheit zu predigen ist richtig, aber sie zu leben ist natürlich sehr, sehr schwierig. Wir erleben aber ein Stück weit den Übergang vom Konkurrenzkapitalismus in einen kooperativen Kapitalismus. Wir müssen lernen, Fähigkeiten zu teilen. Eigentum und Wettbewerb sind zwei aus meiner Sicht ganz wesentliche Punkte. Wir haben die industrielle Marktwirtschaft haben wir organisiert auf den beiden Säulen Privateigentum von Kapital und gleichzeitig Wettbewerb. Das sind zwei Prinzipien, die in der Digitalökonomie so nicht mehr existieren können. Wir sehen, dass Privateigentum an Daten dazu führen, dass große private Plattformen immer marktmächtiger werden, Marge ziehen, auch von den einzelnen Anbietern. Und wir müssen dieses Verhältnis von Eigentum und Wettbewerb neu definieren. Und wir müssen dazu übergehen, Kooperationsfähigkeit auszuprägen. Das ist nicht gelernt. Und das ist aber gerade im Mittelstand, auch vor dem Hintergrund des Ressourcenthemas, ganz entscheidend. Wenn jedes einzelne Unternehmen aufgefordert ist, eigene Transformation voranzubringen mit IT-Spezialisten, mit dem Kulturwandel und so weiter. Das geht nicht, Sie können Kulturwandel nicht für sich erzeugen, sondern es geht immer nur, das ist ja Grundlage von Kultur, es sind Vorstellungen von Zusammenleben und kulturellen Wandel kriegen Sie nur gemeinsam hin und das ist vielleicht das größte kulturelle Hindernis von Unternehmen tatsächlich loszulegen. Frau Röser, Sie haben ja so ein Startup gegründet, Beamco, das genau da irgendwie ansetzt, indem es nämlich Leute aus Unternehmen vernetzen möchte, richtig, die dann ihre Kompetenzen austauschen. Das klingt toll, aber ich frage mich, haben die Unternehmen da Lust drauf oder haben die Angst, wenn ihre Mitarbeiter plötzlich auf irgendwelchen Plattformen mit anderen chatten? Kriegen sie da überhaupt Kunden oder
sind die alle erstmal abwarten und sagen, lass du erstmal andere probieren, gucken wir mal, was drauf ist. Das war wirklich so ein Thema, wo ich mich auch selber gefragt habe. Also ich habe bei uns gemerkt, im Unternehmen und im Gespräch mit anderen Unternehmern, Mensch, wir müssen uns austauschen. Wir kommen da nicht drum rum. Wir müssen Kapazitäten und Kompetenzen auch bündeln. Und bin dann wirklich in Gespräche gegangen mit wirklich alteingesessenen Unternehmen und Unternehmern und habe darüber einfach mal gesprochen. Und ich war sehr überrascht darüber, wie offen viele Unternehmen eigentlich sind, die sagen, ja, wir haben erkannt, wir müssen unsere Kompetenzen und auch das Wissen bündeln. Und diese Angst, die ich dachte, die ich dort vorfinde, ja, da können vielleicht Betriebsgeheimnisse verraten werden etc., die war eigentlich gar nicht da. Und das hat auch den Startschuss gegeben dann für BIMCO, für diese Plattform, wo wir gesagt haben, wir müssen Kompetenzen bündeln, wir müssen voneinander lernen, um praktisch die Unternehmen gemeinsam nach vorne zu bringen. Es gibt, wenn ich das noch ergänzen darf, es gibt aber auch ein Missverständnis, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Viele sagen, ich beginne bei null und ich möchte irgendwann bei 100% Digitalisierung ankommen. Das ist ein komplettes Missverständnis. Es geht darum, als Unternehmen zu entscheiden, was ist in einer digitalen Welt oder einer digital geprägten Welt eigentlich meine Funktion, meine Rolle, wo kann ich einen Wertschöpfungsbeitrag leisten? Also Transformation dürfen Sie nicht zu sehr vom Status quo ausdenken und sagen, das bin ich und da will ich hin, sondern Sie müssen im Grunde einen neuen Zielpunkt bestimmen und sagen, das könnte meine Rolle sein in einer digitalen Welt. Rekursiv leitet sich daraus ab, was Sie eigentlich tun müssen. Es kann sein, dass das digitale Geschäftsmodell nicht zu 100% digital ist, sondern vielleicht, also wir fahren heute mehr Fahrrad, was ein sehr analoger Vorgang ist, auf der Grundlage von digitalen Technologien. Wir können das Fahrrad integrieren in Mobilitätssysteme. Das ist eine digitale Lösung, aber eine sehr analoge Verhaltensweise. Und bis wir da hinkommen, müssen wir, glaube ich, lernen, in diesem Beta-Modus auch, das ist auch schon von Ihnen angesprochen worden, stärker zu experimentieren. Also wir müssen lernen, mit 80% Lösung in den Markt zu gehen. Nur so geht es. Also zu sagen, wir können erst dann, wenn es 100%ig perfekt ist, das nimmt uns sozusagen den Markttest, aber auch die Geschwindigkeit. Aber das also ist natürlich Beta-Modus ist ganz wichtig. Dieser Beta-Modus ist natürlich ein spannendes Szenario, aber wenn man dann überlegt, es geht vielleicht um doch sensible Daten, also wenn es um nicht im Bankbereich, das stimmt. Oder ums Geld das geht, oder vielleicht auch um Autos, die alle 80% des Geldes überwiesen bekommen, ist nicht gut. Das also ich erzähle das deswegen, weil wir neulich hatten wir in der Zeit eine große Geschichte über das Unternehmen Buchbinder, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die ihre komplette Datenbank im Internet hatten, alles einsehbar. Gut, das war jetzt Buchbinder, aber wenn man sich vorstellt, da hätten auch Röntgenbilder und sonst was stehen können. Also ist so ein Beta-Modus wirklich so attraktiv oder denkt man da oft vielleicht die Gefahren auch nicht mit, die damit verbunden sind? Frau Jenisch, was sagen Sie? Also ich weiß nicht, von was für Geschäftsmodellen Sie sprechen, aber tatsächlich, also ich gebe ja bei einem Geschäftsmodell nicht meine Daten her. Also das ist ja einfach ein Beispiel aus der Praxis. Ich bin irgendwie jemand, der schon Jahr und Tag auf der Straße oder in Läden auf der Straße Reisen verkauft und fange jetzt einfach mal an, das über einen digitalen Weg zu machen. Da programmiere ich eine kleine App, fange an, über Facebook und Instagram irgendwie Menschen zu targetieren und guck mal, nutzt das wer? Und wenn ja, welches Angebot findet er irgendwie interessanter? Da gebe ich meine Daten nicht her, nehme erstmal irgendwie 200.000 Euro in die Hand für dieses digitale Produkt und verteste mal ein neues Produkt, ein neues Geschäftsmodell. Und da bin ich 100% bei Ihnen und ehrlich gesagt, so dieser Perfektionismus, der so in uns Deutschen steckt, der macht uns da viel, viel zu langsam. Also so good enough for now, safe enough to try, einfach mal raus und aus dem Markt Daten zu holen. Also auch so dieses klassische, lass uns irgendwie Primärdaten aus unfassbar anstrengenden wissenschaftlichen Studien generieren versus einfach mal tatsächlich den Kunden fragen, was er denn spannend findet und wie er auf ein Produkt reagiert. Ist der deutlich schnellere, deutlich kostengünstigere und deutlich realistischere Abbild von dem Markt dann tatsächlich, wenn ich dann mehr Geld in solche Geschäftsmodelle stecke? Wenn ich das noch ergänzen darf, die Zukunft ist sehr unbekannt. Sie ist immer unbekannt, aber in diesem Fall ist sie sehr unbekannt. Wir haben keine Erfahrungswerte und wir operieren auch Unternehmen unter unvollständigen Informationen, unter unvollständigem Wissen. Das ist eine sehr besondere Situation. Und wir können uns nur sozusagen langsam bewegen. Das ist so ein bisschen gegen das Bild des Wettlaufs, aber wir müssen uns vorwagen, wir müssen etwas ausprobieren, weil das Gelände, das wir gerade bestreiten oder beschreiten, ist unbekannt. Nicht? Wir haben dafür keine Landkarte, wir haben keinen Kompass, das ist sehr unbekannt. Und wir müssen als Gesellschaft insgesamt gucken, dass wir lernen, auf diesem Boden
uns fortzubewegen, neuen Fortschritt zu erzeugen. Also wir können nicht mit dem Anspruch in Digitalisierung gehen, heute schon alles zu antizipieren und zu 100% zu wissen, was da kommt. Das ist kein vordefinierter Pfad, sondern es wird ganz viel passieren auf dem Weg dorthin. Ja, ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, den Sie verschiedentlich schon angesprochen haben, nämlich das Thema Kultur in Unternehmen. Herr Fitz, Sie haben dieses Video angesprochen, habe ich mir auch angeguckt, fand ich ganz spannend, weil man da sieht, dass innen bei Donner und Reusch gekickert wird, es wird irgendwie auf Sofas rumgeflätzt und sah irgendwie ganz cool aus. Ich hätte fast Bock gehabt, sich zu bewerben. Da, ne? Genau. Also man sieht, da ist eine andere Kultur, die verkörpert wird, die ausgestrahlt wird. Und wenn wir jetzt hören, wir brauchen zum Beispiel wir wollen Beta-Testing von Geschäftsmodellen und so weiter machen, was braucht denn da für eine Kultur? Was muss sich sozusagen auch kulturell im Unternehmen verändern, damit Digitalisierung überhaupt möglich wird? Was glauben Sie? Also es ist natürlich ein Riesenproblem, weil eine Kultur kriege ich ja nicht so einfach geändert. Mhm. Ja, also ich mache schon sehr viel Change Management seit 30 Jahren. Das ist schon dickes Brettbohren. Mhm. Und ich finde immer schön, wenn wir Jubiläumsfeiern haben. Wir haben viele Mitarbeiter, die sind 30, 40 Jahre bei uns. Das ist alles wunderbar. Aber manchmal denke ich auch, naja, also wir brauchen auch eine Bluttransfusion, eine Auffrischung und wir müssen sexy sein, auch für die jungen Talente. Und das ist so der Punkt, Kulturwandel geht nur, indem auch in so einem Unternehmen immer wieder neue Skills dazukommen, auch andere Skills, Diversity ist ein ganz wirklich wichtiges Thema in der Zukunftsentwicklung. Und das funktioniert übrigens dann auch in der Kooperation mit diesen Externen. Also die Kollegen von Elinva, die kommen aus der ganzen Welt, die kommen aus Australien, Japan, Russland, Südamerika. Und die lernen viel über uns, weil inhaltlich, ja, wie so eine Bank tickt, nämlich eben nicht mit dem Beta raus. Und vielleicht manchmal auch ein bisschen nervend im Detail. Und wir lernen wieder, was die Generation YZ quasi heute braucht, um langfristig auch da zu sein. Und wir wollen ja keine Avatare für unsere Kunden. Ne? Darf ich Ihnen den neuen Avatar vorstellen? Ne? Besser die nette Betreuerin, dann haben wir sie digitalisiert, ne? Dann erscheint die auf ihrem Pad, spricht fast genauso gut, sieht auch fast genauso gut aus. Aber das wollen wir natürlich nicht. Ich glaube, dass die Mensch-Mensch-Schnittstelle, das ist ja auch unser Konzept, durch nichts zu ersetzen ist. Und dass man eine gute Mischung aus all diesen ganzen Themen braucht. Also Kultur, Modernität, auf was einlassen, agiles Arbeiten, aber trotzdem auch Gründlichkeit. Also das ist so ein Punkt, gerade in unserem Geschäft, Vertrauen ist das Eigenkapital einer Bank, geht es nur darum, dass wir auch belastbar unsere Sachen machen. Mhm. Frau Jenisch. Ich würde nur einmal noch ergänzen wollen, dass ja tatsächlich so dieses sich als Organisation wandeln, das sollten Sie nicht nur tun, einfach nur weil Gen Z und Gen Y irgendwie Bock hat auf Kicker und so weiter, sondern weil die Welt da draußen einfach sehr viel schnellere Adaptionsfähigkeit braucht. Sie müssen einfach sehr viel schneller auf Umwelt reagieren können. Und das wiederum bedeutet für die Organisation, dass sie deutlich agiler sein müssen. Und so wie Organisationen in der Regel strukturiert sind, also sehr hierarchisch, mit unheimlich vielen irgendwie Pfadabhängigkeiten und langen Kommunikationswegen, sind sie einfach zu langsam. Das heißt, sie müssen als Organisation agiler werden, ob sie das rein über Kultur ändern oder ob sie ihre Organisationsmodelle umstellen. So, da gibt es 1000 Varianten und es gibt für jedes Unternehmen da, glaube ich, eine sehr individuelle Antwort. Aber sie müssen einfach schneller werden von innen heraus. Und dann kommen auch die Talente. Die Talente wollen, das ist kein Selbstzweck, dass man irgendwie Kicker im Büro stehen hat, sondern das tun sie, weil sie anders auf den Markt reagieren sollten. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Thema natürlich, was uns als Unternehmer betrifft. Das muss von ganz oben gelebt und vorgelebt werden. Das heißt, wir als Traditionsunternehmen müssen uns natürlich auch die Frage stellen, wie stellen wir uns jetzt auf für die Zukunft? Was ist unsere Vision? Was ist unsere Mission? Wo wollen wir hin? Weil so gewinnen wir natürlich auch junge Talente, wenn man gemeinsam eine Mission hat, auf die man hinarbeitet. Und es ist auch das Thema, junge Menschen wollen geführt werden und nicht gemanagt. Das heißt, wir brauchen wirkliche Leader, wir brauchen wirkliche Führer, die eine Vision vorleben und zeigen, da wollen wir lang und ihr könnt ein Teil davon sein und könnt mitarbeiten. Und das ist natürlich ein Kulturwandel, aber er muss von ganz, ganz oben beginnen, vom Unternehmer, von der Führungskraft. Ein Thema, das Sie eben angesprochen hatten, Frau Jenisch, in Ihrem Pitch und dafür schon ganz undigital Applaus bekommen haben, war das Thema Nachhaltigkeit. Ja, Unternehmen müssen nachhaltiger werden. Und man fragt sich ja schon, was hat denn das eigentlich mit Digitalisierung zu tun? Was hat Nachhaltigkeit, grüner werden, nachhaltiger werden?
Also ich glaube, das hängt vor allen Dingen mit meinem Digitalisierungsbegriff zusammen. Das haben Sie vorhin auch schon angesprochen. Digitalisierung ist erstmal einfach eine Zukunft unter anderen Vorzeichen. Und da ist das Thema Technologie ein Thema. Da ist das Thema irgendwie andere Arten der Kollaboration aufgrund von Globalisierung und so weiter. Aber eben auch eine veränderte Umwelt, die zwangsläufig Teil dieser Diskussion sein muss. Und ich kann das deshalb nicht trennen. Mhm. Also ob das von der Wortdefinition zusammenhängt, diese zwei Begriffe, ja oder nein, weiß ich nicht. Wenn wir über Zukunft nachdenken, muss es ein Teil davon sein. Naja, wir können natürlich all die alten Lösungen neu denken. Nicht? Wir haben neue Möglichkeiten und wir werden vieles auch nicht machen mit Digitalisierung, aber wir haben neue Instrumente, neue Möglichkeiten. Und um mal zwei Beispiele zu geben, in Ruanda, haben wahrscheinlich viele gehört, werden jetzt Krankenhäuser mit Drohnen beliefert oder die Medikamente werden mit Drohnen in die Krankenhäuser gebracht. Dort ist die Gesundheitsversorgung natürlich sehr spärlich, sehr schlecht. Und das ist ein enormer Wohlfahrtsgewinn. Oder ein anderes Beispiel, man kann Ernteerträge durch Drohnen, die machen permanent Aufnahmen, können sehen, da braucht es ein bisschen mehr Wasser, da ein bisschen mehr Dünger, können Ernteerträge erhöhen, relativ CO2-frei. Gleichzeitig wissen wir, dass wir Flächen wahrscheinlich werden aufforsten müssen. Und dann entsteht der Konflikt mit Nahrungsmittelproduktion bei einer wachsenden Weltbevölkerung. Also Digitalisierung kann uns helfen, nachhaltiger, effizienter mit Ressourcen umzugehen. Also das muss man aus meiner Sicht unbedingt zusammendenken. Und es gibt ja auch schon den Bereich Social Business, Green Tech und so weiter. Das sind ja zwei Bewegungen, die im Grunde über Technologie neue Lösungen finden. Mhm. Sie nicken, Herr Fitt, sehen Sie das? Absolut. Ja. Absolut. Also wir wollen ja auf diesem Globus noch leben und auch unsere Nachfahren. Also ich finde, das Thema muss uns sehr betroffen machen. Und da müssen wir alle Gedanken tagtäglich, und das ist nicht nur eine Frage von, ich kann nachweisen, ich habe was gemacht, also damit bin ich bei Ihnen. Also CSR-Bericht ist wichtig, aber es ist nicht das Papier, sondern das ist das, die Haltung. Ja? Und Haltung ändern, Erkenntnis ändern, das ist ein Riesendialog, ein Riesenkommunikationsprozess, der braucht auch. Also ich sage immer, wenn man sich anguckt, was heute alles umweltpolitisch als attraktiv eingestuft wird, das hat sich dann auch relativ schnell schon manchmal überholt, wenn man mal zu Ende denkt, was die Batterien quasi machen, die, ne, oder überhaupt die ganze Generierung von Elektrizität, da muss man sehr, sehr, sehr genau hingucken. Und das andere ist, die Regulierung, der wir unterliegen, flankiert das jetzt mittlerweile. Wir haben ja selber mit unserem Partner mit GloBalance, eine VV, die Unternehmen sucht, die nachhaltig sind, weil die sind auch besser in dem Management und die sind auch besser in den Ergebnissen. Also nicht nur, weil sie bewusster arbeiten, sondern weil alles irgendwie auch eine andere Intensität hat. Und das Zweite ist, die Versicherer, Herr Berger, die BaFin gibt eben auch Regularien für die institutionellen Kunden, dass die gesamten Nachhaltigkeitsthemen auch in die Anlagepolitik rein müssen. Und das geht nur, wenn aus vielen Einzelmaßnahmen am Ende auch ein durchgängiges Konzept entsteht. Ja, aber jeder muss es begreifen. Weil ich mache doch nur Sachen, von denen ich auch wirklich überzeugt bin. Und ich glaube, an dieser Erkenntnis, an dieser Thematik, da müssen wir noch intensiv arbeiten. Ich muss das verstehen. Wenn man sie alle so hört, dann hat man den Eindruck, Digitalisierung, das ist eigentlich was, wo man mit Zuversicht rangehen kann, wo man Synergien, wo man neue, Geschäftsmodelle entwickeln kann, die zugleich auch noch das Klima schonen können, im besten Fall. Also wahnsinnig viele Möglichkeiten. Trotzdem ist das ja ein Thema, das in Deutschland auch unheimlich angstbesetzt ist. Gestern gab es eine Umfrage des Bitkom, die erfragt hat, wovor sich die Leute eigentlich so fürchten beim Thema Digitalisierung. Und es gab wirklich alles von, wir werden von fremden Regierungen ausspioniert, wir werden von Hackern angegriffen, wir werden von Digitalunternehmen abhängig oder wir verlieren am Ende unsere Jobs. Wir haben bei dem Thema Huawei mitbekommen, wie sehr darüber debattiert wird, ob wir diese Technologie nutzen können und Gefahr laufen, ausspioniert zu werden. Wie kriegen wir diese Angst, das wäre jetzt hier so die Schlussfrage, wie kriegen wir diese Angst weg und wie viel Angst ist vielleicht auch gar nicht so schlecht bei dem Thema? Ich würde vielleicht bei Ihnen anfangen, Frau Röser. Ja, also es ist tatsächlich so, dass das so sind wir Deutschen, denke ich mal, also dieses Thema German Angst, wirklich ist wie ein Korsett und wir müssen uns da draus befreien. Und deswegen ist auch, was ich anfangs gesagt habe, das Thema Bildung so unglaublich wichtig. Wir müssen Menschen
wir müssen eine offene Kommunikation haben, wir müssen offen darüber sprechen, das betrifft uns auch als Unternehmen, das heißt die Mitarbeiter mitzunehmen, warum treffe ich bestimmte Entscheidungen, warum automatisiere ich bestimmte Prozesse. Wenn ich offen darüber spreche, dann nehme ich auch Ängste, ich muss die Menschen mitnehmen. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz arg wichtiger Punkt, Menschen mitzunehmen, offene Kommunikation, auch zuzugestehen, dass man mal Fehler machen kann, auch im Unternehmen, sollte natürlich jetzt nicht andauernd passieren, aber auch vielleicht eine gewisse Art von Fehlerkultur zulassen, dass man experimentieren kann im Unternehmen, das ist wirklich aus meiner Sicht ein ganz arg wichtiger Punkt. Mhm. Frau Jenisch? Ich kann das nur unterstreichen und würde noch eins hinzufügen, und das ist, solange die Medien so über Digitalisierung berichten, wie sie es aktuell tun, werden sie diese Angst weiter schüren. Mhm. Okay, ein Appell. Nehme ich mal mit. Herr Vöpel? Es gibt im Kopf von Menschen zwei große Kräfte. Das eine ist die Angst vor Veränderung, das andere ist die Lust auf Kreativität. Und das ist im Moment so in so einem Ungleichgewicht, da müssen wir dringend von wegkommen. Und ich finde, dass wir das war ja mein erster Punkt, wir müssen die Autonomie von Menschen schützen, weil wir ganz wichtige ethische Fragen in Zukunft werden lösen und bewerten müssen. Das heißt, es hat was mit Bewahrung von Werten natürlich zu tun, bei allem Wandel, den wir notwendigerweise durchmachen müssen. Es gibt einen neuen Begriff, BANG, haben Sie vielleicht schon mal gehört. BANG ist ein Akronym, steht für Biotechnologie, Artificial Intelligence, Nanotechnologie und Genetik. Wenn Sie die Dinge mal zusammenpacken, dann sind unfassbare Möglichkeiten vorstellbar, und das hat so weitreichende Implikationen, dass wir heute anfangen müssen, Menschen zu schützen und Gesellschaften die Fähigkeit zu geben, über solche weitreichenden Entscheidungen gute Entscheidungen zu treffen. Vielen Dank. Herr Fitt, Sie haben quasi das Schlusswort. Nee, um Gottes Willen, es ist so viel Gescheites gesagt worden. Ich unterschreibe das auch alles quer. Was mir noch gerade in den Kopf geschossen ist, bei dem ganzen Thema, was mich sehr in Estland beeindruckt hat, weil wenn das alles so ist, dann hast du ja auch genau als Deutscher diese Angst, das ist ja manipulierbar und das ist verdammt gefährlich, gerade weil die auch zum Beispiel in den Schulen, alles in den Schulen wird komplett digitalisiert. Also du weißt, der Lehrer hat dieselben Informationen wie der Schüler, wie die Eltern und wie die Schulaufsicht. Ja, das ist sehr gut organisiert. Das ist auch bei den Lehrern mal ein bisschen Wettbewerb, kann auch nicht schaden. Und da habe ich mich auch gefragt, was macht das so mit mir? Und dann hat mir jemand eine Antwort gegeben, die hätte ich gar nicht erwartet. Die haben ein sehr gutes System. Der Staat informiert quasi zentral über IT-Risiken. Also wenn jetzt irgendwie ein neuer Trojaner kommt oder irgendetwas anders ist, ein Vorfall, der die Integrität der Daten gefährden könnte, das ist quasi wie hier bei uns Katastrophenalarm wäre. Ja? Sind die, weil die alle digital sind, sind die alle sofort informiert, und der Staat löst dann auch quasi gewisse Schutzmechanismen aus. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, was wir bei der Term Angst brauchen, dass die Politik es schafft, und die Medien können das gerne unterstützen, dass wir das positiver sehen und dass wir auch da eine belastbare Wahrnehmung des Staates auch positiv erleben, dass wir sicher sein können, dass das, was uns eben wichtig ist, was uns angeht, am Ende nicht irgendwie auch in falsche Hände kommt. Ja, ich glaube, da ist dringend Handlungsbedarf. Super, ich nehme den Appell an die Medien, den Sie hier ausgesendet haben, zumindest für uns mit in die Redaktion, und ich würde Sie bitten, den Appell, den es ja auch an Sie als Unternehmer und Führungskräfte in Unternehmen gab, auch mitzunehmen, und sage ein ganz herzliches Dankeschön an unsere vier Gesprächspartner hier vorne. Vielen Dank dafür, dass Sie sich diesem Duell gestellt haben. Applaus